Balance Scorecard erstellen. Einfach, schnell und genial. Wir befinden uns im Modul Balance Scorecard und beschäftigen uns zuerst mit den Rechten der einzelnen User. Ordne hier zum Beispiel einem User Italienisch zu. Können Sie, glaube ich, in 12 verschiedenen Sprachen machen. Die Passwortproblematik wird eingerichtet. Der User kann Rollen zugeordnet werden. Es werden Rechte vergeben vom Lesen, Ändern, Anlegen, Löschen, Ausführen und Verwalten. Die Datenbasis wird zugeordnet mit ihren Ebenen, also Plan- und Ist-Ebenen. Und die Struktur der Balance Scorecard, die Fachbereiche, wie hier zum Beispiel Vertrieb, interner Vertrieb, externer Vertrieb, Finanzperspektive oder im Controlling. Rot umrandet eine Kennzahl, die entsprechenden Kennzahlen. Hier zum Beispiel eine Kennzahl Mitarbeiterzufriedenheit im Bereich Kundenperspektive. Somit wird die gesamte Struktur, für die die Balance Scorecard gelten soll, entsprechend eingerichtet. Wir befinden uns in der Produktion, wählen die Finanzperspektive aus im Zeitraum Januar bis Dezember 2012. Oder die Kundenperspektive. Sie sehen links die entsprechenden Kennzahlen, zum Beispiel Lieferung erfolgt ohne Verzögerung, die Messgrößen, Einheiten, Sollwerte, Istwerte, absolute Abweichungen. Sie können hier entsprechend Maßnahmen korrigieren, Budgets entsprechend hinzufügen, Beginn der Maßnahmen und Ende der Maßnahme. Sie können hier einen Anhang dazufügen, wenn Sie es möchten. Sie können hier aus verschiedenen Pool von Maßnahmen auswählen. Hier ist auch nur eine Maßnahme zugeordnet. Und Sie können eine Ursache-Wirkungsbeziehung darstellen, auf die ich jetzt verzichte. Wir können von hier aus entsprechende Informationen per E-Mail an die Adressaten, an ein oder mehrere Adressaten weiterleiten, als E-Mail entsprechend verschicken. Wir befinden uns immer noch in der Produktion, in der Kundenperspektive. Kann Strategiebezug definiert werden, Verantwortlichkeiten. Wir befinden uns jetzt kurz in der Qualitätssicherung, in der Balance Scorecard oder hier in der Balance Scorecard der Produktion. Sie sehen wieder die entsprechenden Perspektiven. Wir wählen zum Beispiel die Kundenperspektive aus, sehen wieder Messgröße, Einheit, Planwerte, Istwerte, absolute Abweichungen. Wir befinden uns in der Balance Scorecard der Geschäftsleitung. Wir können das auf Monatsbasis, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich entsprechend definieren. Wir wählen beispielsweise hier Qualitätssicherung aus, Kennzahlen, Working Capital als Messgröße. Sie können entsprechend Daten eingeben oder in die Controlling-Software verzweigen und hier entsprechende Daten definieren. Sie können wieder entsprechende Maßnahmen auswählen oder Anhänge anfügen. Es sitzt keiner da, aber im gegebenen Fall können Sie das tun. Oder hier mal eine Perspektive, potenzielle Kunden zielorientiert ansprechen. Balance Scorecard sofort erstellen. Einfach und genial.